Herzlich willkommen auf der Pointless, dem stärksten Schiff im All, dem modernsten Schiff im All und dem schnellsten Schiff im All. Ich bin Captain Tony und an meiner Seite sind meine Crewmitglieder Philipp und Dario und wir starten unsere Mission auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, was bei FTL so viel heißt wie schwer, sauschwer. Wie lange werden wir überleben? Wir wissen, dass wir eigentlich keine Hoffnung haben, aber wir ziehen es durch, solange wir können. Und wir springen zum ersten Punkt. Die Pointless ist unterwegs und hört sich ein Angebot an. Some of our friends have taken the piracy in the recent chaos of the war. We'd like you to convince them of their poor decision by severely damaging their ship. We'll pay you well as long as you don't kill them all. Okay. Wir sollen also dieses Schiff verletzen, aber nicht zerstören. Wir sollen ihnen ein wenig drohen. In diesem Job sind wir gut und wir greifen zuerst ihre Schilde an. Die Pointless ist noch nicht besonders gut ausgerüstet und wir werden einen schweren Start haben. Wie lange werden wir überleben? Werden wir Crewmitglieder verlieren? Wir müssen so lange durchhalten wie nur möglich und wir stellen auf Autofire und wir haben die ersten Probleme. Wir haben einen Brand und ich gehe mit hinter und helfe bei den Reparaturen. Und wir müssen uns beeilen, sonst wird das Feuer uns alle umbringen. Und die Mission scheitert schon zum Anfang. Und wir können keine Waffen mehr benutzen. Es sieht übel aus. Es sieht sehr, sehr übel aus. Oh nein, Philipp ist verletzt. Philipp, schnell auf die Krankenstation. Das ist es nicht wert. Und wir haben eine Rakete, die feuern wir auf ihre Schilde. Und wir haben den nächsten Schaden. Unser Schiff ist schon schwer beschädigt. Noch nie war eine erste Mission so riskant. Oh Mann. Wenn es so weitergeht, werden wir schneller untergehen, als wir geahnt haben. Alle zusammen auf die Krankenstation. Und ich. Wir sehen die Rakete, die jeden Moment einschlagen wird. Alle drei Teammitglieder müssen unseren Antrieb reparieren. Oh nein, noch wichtiger, der Strom muss repariert werden. Verdammt. Ihre Schilde sind runter, wir müssen ihre Waffen angreifen. Auch ich als Captain bin im Moment überfordert. They hail your ship saying, you win. We are not cut out for this. Okay, wir lassen sie am Leben. Und wir bekommen Scrap und die Raketen. Aber wir müssen so schnell wie möglich unser Schiff reparieren. Und ihre Rakete trifft nochmal, wie gemein. Harte Zeiten für einen Captain. Aber meine Crewmitglieder sind am Leben und das ist im Moment das Wichtigste. Dario repariert noch den Antrieb. Dann werde ich mich wieder in meine Captain-Kabine begeben und der Flug kann weitergehen. Oh je, wir sind so stark beschädigt, dass wir schon jetzt schlechte Chancen haben, dieses Abenteuer überhaupt lange zu überleben. Aber wir springen in den nächsten Sektor. Oh Mann, hier ist ein Notsignal, hier ist ein Laden. Wo gehen wir zuerst hin? Wir gehen zuerst zu dem Notsignal, denn das ist wichtiger als unsere eigene Gesundheit. Die Pointless ist unterwegs und es geht weiter. Okay, wir versuchen auf die Metroiden zu schießen und wir haben jemandem geholfen, das ist sehr gut. Nun müssen wir uns aber selbst helfen. Oh je, der Store ist nun zu weit entfernt. Wir müssen noch einen Zwischenstopp machen, auf dem wir hoffentlich... Oh Gott, eine Sonne, schlimmer hätte es nicht kommen können. Wir müssen uns bereit machen für den härtesten Kampf unseres Lebens und das so schnell. Okay, wir werden zuerst ihre Waffen angreifen, dann werden wir ihre Schilde angreifen. Wenn die erste Sonneneruption ausbricht, dann steht es besonders schlecht um uns. Aber wir haben die beiden kräftigen Handwerker, Philipp und Dario. Sie sind natürlich keine Handwerker, sie sind wichtige Crewmitglieder und wir müssen den Antrieb reparieren. Nun ist das umso wichtiger, denn auch wenn der Feind besiegt ist, müssen wir immer noch der Sonneneruption entkommen. Und unser Strom wurde ausgeschaltet. Es steht schlecht um uns. Okay, sie versuchen zu fliehen, dann sollten wir sie vielleicht fliehen lassen. Ab und zu muss man auch mal zugeben, wenn man schlechte Chancen hat zu überleben. Und die nächste Sonneneruption kommt und ohne den Strom sehen wir nicht einmal, wo wir getroffen wurden. Sie sind geflohen und wir müssen uns bereit machen, ebenfalls zu fliehen. Da ist noch ein Feuer und wir müssen vor der nächsten Sonneneruption verschwinden. Los, beeilt euch, ihr beiden. Alle Power auf den Antrieb. Die Waffen brauchen wir nicht mehr. Und beide auf die Krankenstation. Gleich haben wir es geschafft und weg! Kurz vor der Sonneneruption. Wir sind geflüchtet.
so knapp war es selten. Und wir müssen das komplette Schiff reparieren. Und wir müssen neue Raketen kaufen. Der Antrieb muss noch warten. Das war knapp. Und wir springen zum nächsten Notsignal. Hoffentlich können wir Menschen in Not helfen. Okay, wir gehen runter auf die Planetenoberfläche und untersuchen alles. Wir haben nun die Wahl. Wir können jemandem helfen oder wir können ihn dort stehen lassen. Er könnte eins unserer Crewmitglieder töten. Okay, er ist explodiert und hat uns Schaden zugefügt, aber wir sind immer noch am Leben. Leider ist das Schiff nun wieder stark beschädigt. Wir nehmen Energie vom Antrieb und stärken schon mal die Waffen. Und unser Bordhund meldet sich. Bordhund, was haben Sie zu sagen? Und wir springen zum nächsten Punkt. Okay, wir helfen dem. Oh Mann. Wir müssen gegen die Rebellen kämpfen. Vielleicht hätte der Captain besser auf das hören sollen, was dort gesagt wurde. Wir greifen ihre Waffen an. Mit doppelter Power. Und los geht's. Nichts passiert. Puh, nur unsere Schilde. Wir müssen sie so schnell wie möglich verstärken. Und wieder ein Schaden in der Elektronik. Die beiden müssen das so schnell wie möglich reparieren. Und ich befehle Dario und Philipp, den Bordhund nach draußen zu schaffen. Der Bordhund ist draußen und der Captain kann sich endlich wieder konzentrieren. Jetzt Feuer auf die Schilde, so schnell wie möglich. Wir müssen auf unsere Raketen achten, nur noch drei übrig. Die beiden stehen bereits wieder zur Verfügung für die nächsten Reparaturen, aber die werden nicht nötig sein, denn das feindliche Schiff ist zerstört. Und wir haben 14 Scrap bekommen. Und wir versuchen die Crew zu retten und haben noch mehr Belohnung bekommen, das ist schön. Leider haben wir immer noch nicht sehr viele und es lohnt sich nicht, zurück zum Store zu gehen. Wir müssen so schnell wie möglich den Ausgang erreichen, auch wenn der Captain normalerweise lieber die Galaxie erforschen würde. Nein, wir brauchen den Service nicht. Wir sehen uns weiter um, denn wir haben einen ganz guten Vorsprung zu den Rebellen und nun werden wir doch noch ein wenig in die äußeren Ecken fliegen. Oh nein, ein Meteoritenfeld. Nun wird's ernst. Wir dürfen nur den Laser einsetzen, denn es steht ziemlich schlecht um unsere Raketen. Nur noch drei übrig. Und wir haben ein neues Teammitglied, Zaz. Zaz kann uns helfen, den Sauerstoff zu reparieren. Das feindliche Schiff ist zerstört und wir werden so schnell wie möglich fliehen, bevor die nächsten Meteoren treffen. Aber der FTL-Antrieb ist noch nicht bereit. Mehr Power auf den Antrieb. Los, repariert den Sauerstoff, bevor wir hier alle sterben. Unser viertes Team kümmert sich schon darum, aber wir müssen so schnell wie möglich flüchten, bevor die nächsten Metroiden eintreffen. Oh nein, wir sind ganz sicher keins von unseren Teammitgliedern zu den Sklavenhändlern. Wir müssen kämpfen und wenn wir alle dabei sterben. Und wir müssen wieder die Raketen einsetzen und Power weg vom Antrieb. Ich glaube, im Weltall nennt man es Asteroid, nicht wahr? Nicht Meteorit. Wie auch immer, der Captain hat recht, egal was er sagt. Und wir schießen auf ihre Waffen. Und danach auf ihre Schilde, die ziemlich stark sind. Das könnte kompliziert werden, wenn wir keine Raketen mehr übrig haben. Okay, los. Angriff. Es bleibt spannend. Nur noch zwei Raketen übrig. Die müssen wir jetzt klug einsetzen. Sehr gut. Jetzt mit dem Laser auf die Schilde, so schnell wie nur möglich. Und auch die allerletzte Rakete. Wenn die nicht trifft, sind wir verloren. Denn der Laser allein kommt nicht durch die Schilde. Los, bereit zum Angriff. Alles auf die Schilde. Sehr gut. Okay. Sie geben uns einen ihrer Sklaven. Das Angebot nehmen wir an, denn dann überlebt er zumindest. Und wir haben schon 5 Teammitglieder. Wir haben Banks, Zaz, Philipp, Dario und natürlich den Captain. Okay, verschwinden wir von hier. Wir müssen irgendwo neue Raketen kaufen. Und wir können nur in eine Richtung fliehen. Okay, wir müssen wieder gen Norden. Hier wissen wir, was uns erwartet. Wenn noch ein Angriff auf uns zukommt, dann steht es schlecht um uns. Oh Mann. Wir könnten das Schiff angreifen. Es hat nur einen niedrigen Schild, aber wir haben keine Raketen mehr. Okay, wir sollten es versuchen.
Wow, die haben ziemlich viele Waffensysteme. Wir greifen zuerst die Schilde an und hoffen, dass unser Laser alleine durchkommt. Aber wir brauchen mehr Energie auf den Antrieb, damit wir im Notfall fliehen können. Und alle müssen die Krankenstation reparieren. Nein, an die Raketen. Alle an die Raketen, bevor das Feuer weiter ausbricht. So schnell wie möglich. Die Krankenstation kann warten. Vorher können wir mit dem Laser sowieso nicht mehr angreifen. Und das jetzt, wo wir endlich ihre Schilde beschädigt haben. Verdammt. Los. Oh, verdammt. Dieses kleine automatische Schiff ist stärker als erwartet. Aber zumindest haben sie niemanden zum Reparieren, was heißt, dass ihre Schilde beschädigt bleiben werden. Und der Laser kann nun ihre Waffensysteme angreifen. Das könnte uns einen kleinen Vorsprung verschaffen und schnell löscht alle das Feuer. Der Captain geht so lange auf die Krankenstation. Zum Fliehen ist es jetzt sowieso zu spät. Wir haben sie gleich erledigt. Sicherheitshalber greifen wir noch einmal die Schilde an. Nur für den Fall, dass sie sie wieder hochfahren können. Und die Crewmitglieder sind bereit. Der Captain geht wieder vor in seine Kabine. Und die anderen kümmern sich um die Krankenstation. Dario und Philipp, ihr macht einen guten Job. Und die Aliens schlagen sich auch nicht schlecht. Vertragt euch nur, Jungs. Vertragt euch lieber. Und wir greifen die Steuersysteme an. Nun haben sie absolut keine Chance mehr. Gebt uns Raketen, verdammt. Nein, wir haben nur Scrap bekommen und eine neue Waffe. Wir brauchen Raketen, verdammt. Alles klar, Leute. Bald sind wir raus aus... Oh nein. Hier liegt noch eins vor uns und die Rebellen sind schon zu weit. Das heißt, wir werden sie bekämpfen müssen. Ohne Raketen sehe ich jetzt schon unser Ende kommen. Oh, hoffentlich geben die uns Raketen. Schnell ihre Waffensysteme angreifen, bevor sie uns angreifen können. Im nächsten Kampf müssen wir uns den Rebellen stellen. Oh verdammt, das Feuer ist eingeschlagen. Schnell so viele wie möglich. Oh Gott, nun auch die Waffenkammer. Okay, Philipp und Dario in die Waffenkammer, die beiden Aliens. Das Feuer löschen. Wenn es ausbricht, dann werden wir jede Menge Schaden nehmen. Aber ihre Waffensysteme sind zerstört, es steht gut um uns. Angreifen werden sie uns nicht mehr. Und die beiden auf die Krankenstation. Die Waffen sind auch repariert, gut gemacht, Männer. Los, gibt uns Raketen. Verdammt! Und ein letzter Angriff. Und sie sind zerstört. Eine Rakete. Wir haben eine Rakete, um die Rebellen zu bekämpfen. Das wird übel. Also gut, auf zu unserer vielleicht allerletzten Mission. Wir werden es nicht mal schaffen, diese Karte zu verlassen. Und da sind sie, die Rebellen. Wir müssen auf Zeit spielen. Wir müssen unseren Antrieb so gut wie möglich aufstärken. Und da ist einer von ihnen zu uns gekommen. Oh Mann, Philipp, Dario, bekämpft ihn. Die anderen beiden auch, bevor er unsere Schilde beschädigen kann. Und mit dem Laser auf ihre Schilde. Los geht's. Ja. Ihr seid gute Soldaten. Sehr gute Arbeit. Hoffentlich verletzen sie uns nicht zu sehr. Los, alles auf die Schilde. Wir müssen warten, bis unser Antrieb voll ist. Okay, Philipp, komm vor zu mir in die Kapitänskabine. Ich brauche dich. Und Jan, dann repariert schnell die Waffenkammer. Sonst sind wir endgültig am Arsch. Oh, verdammt, unser Steuerraum ist auch verletzt. Beschädigt. Oh nein, um Philipp steht es schlecht. Hoffentlich greifen sie nicht nochmal unser... Oh Mann. Die Schilde reparieren schnell und überall kommt Luft rein. Es steht so richtig, richtig schlecht um uns. Oh Mann, noch ein Feuer ausgebrochen. Wir müssen die Luft ablassen. Und, verdammt. Schwierige Zeiten für einen Captain. Okay, Banks geht das Loch stopfen. Dario geht hinter die O2-Kammer reparieren. Und Zaz. Zaz, was machen wir mit Zaz? Okay, Zaz muss auch in die O2-Kammer. Hoffen wir, dass ihnen nicht noch ein Angriff gelingt. Oh Mann, noch ein Treffer und wir sind erledigt. Los, schneller. Wir dürfen nicht versagen. Gleich können wir springen. Wir können springen. Springen! Und in den nächsten Sektor. Wir haben es geschafft. Aber wie lange werden wir dort schon überleben? Puh. Einer der Aliens ist gestorben. Philipp sofort auf die Krankenstation. Captain muss auch dorthin. Wir haben es noch einmal geschafft. Aber wir sind so beschädigt, dass wir es nicht mehr weit bringen können. Jungs, verabschiedet euch schon einmal. Das wird wirklich unsere letzte Tour. Solange werde ich mich mal ums Schiff kümmern. Leider können wir nur die Schilde verbessern. Das ist aber auch alles. Weit bringen wird uns das nicht. Wir werden noch ein bisschen Power gewinnen.
Nun haben wir kein Scrap mehr. Selbst wenn wir an einer an einen Shop kommen, werden wir nicht genug Geld haben, um... Tja, ihr wisst, was ich meine. Und sehen wir uns mal die Werte an. Ich, der Captain, habe schon ein bisschen Erfahrung gewonnen. Philipp hat ein bisschen Erfahrung im Reparieren gewonnen. Dario sogar im Kampf. Zaz kann gar nichts. Typisch Alien. Okay, Jungs, kommt vor zu mir. Zaz, du bleibst hinten. Wir müssen uns jetzt gut überlegen, was wir machen. Oh, verdammt, dort ist ein Laden. Hätte ich das nur eher gesehen. Also gut, jetzt habe ich all mein... Oh Mann, wir müssen Sachen verkaufen. So viele Sachen wie nur möglich. Wir verkaufen einfach unsere Waffen. Und dann können wir uns wenigstens ein bisschen reparieren. Oh Mann. Okay, wir haben 70 Scrap und haben uns komplett repariert. Das war knapp. Für den restlichen brauchen wir Raketen. Unser Antrieb reicht auch nicht mehr lange, unser Treibstoff. Aber er muss reichen. Wir werden erstmal in der Umgebung bleiben und Scrap sammeln und hoffen, dass die Rebellen uns nicht zu schnell folgen. Okay, hier ist ein Notsignal. Okay, damit haben wir schon mal neue Raketen und neuen Treibstoff. Wir sehen uns erstmal weiter vorne um. Noch sind die Rebellen nicht zu dicht dran, aber wir müssen versuchen, vorwärts zu kommen und nicht zu viel zu erkunden. Oh Mann, wir könnten nicht mal bezahlen, wenn wir wollten. Was ist das für ein seltsames Schiff? So eins habe ich vielleicht noch nie bekämpft. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern kann. Oh, wir haben nicht viel Power. Okay, der Antrieb muss ausgeschaltet werden. Wir können also nicht fliehen. Wir müssen jetzt alles auf den Laser legen und den Laser auf die Schilde der Gegner. Und die Raketen, im besten Fall auf deren Raketen. Wir haben noch 5 Raketen übrig, das heißt noch gar nichts. Wir müssen jetzt unbedingt Scrap sammeln und wieder kaufen. Gut, dass wir jetzt doppelte Schilde haben. Unsere Chancen steigen ein wenig. Aber wir wissen alle, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Nennt man das so? Ich glaube. Und alles auf die Schilde. Also auf deren Schilde. Oh, die Waffensysteme sind wieder bereit. Verdammt, verfehlt. Los. Immerhin kommen sie nicht zu uns durch. Das heißt, meine Crew hat im Moment noch nicht viel zu tun und ihre Waffen sind zerstört. Perfekt. Nun mit dem Laser weiter auf ihre Schilde. Und die Waffen sind schon wieder bereit. Was machen die nur? Oh Mann. Ich muss weiter Raketen einsetzen. Danach dann so schnell wie möglich in den Shop und wieder neue kaufen. Im Moment haben wir einfach keine andere Alternative als dieses Hin und Her. Vielleicht hätte ich zuerst ihre Schilde komplett angreifen sollen. Oh Mann. Gehen wir darauf ein? Ja. Wir müssen darauf eingehen, auch wenn ich es nicht gerne tue. Und wir machen den Antrieb bereit und sind bereit zu springen. Die Rebellen nähern sich. Wir müssen nochmal in den Store. Das könnte unsere letzte Chance sein. Versuchen wir das Beste daraus zu machen. Kaufen wir so viele Raketen wie möglich und haben genau 0 übrig. Unsere Chancen stehen besser als noch vor einer halben Stunde. Vermutlich geht dieses Video noch nicht mal eine halbe Stunde. Treibstoff kaufen geht nicht. Kein Geld übrig. Wir müssen so schnell wie möglich zum nächsten Sprungpoint. Sprungpoint, yeah. Okay, wir sehen uns nach Überlebenden um. Okay. Oh nein, eins meiner Crewmitglieder hat es nicht geschafft. Gleich werden wir herausfinden, wer es ist. Nein. Philipp ist verstorben. Oh Mann, Dario, komm vor zu mir. Wir brauchen einen Moment. Hätte es doch nur Zaz getroffen. Nein, natürlich nicht. Wir wissen, dass Philipp in Zaz weiterleben wird. Zaz, Philipp, komm vor zu uns. Du musst nun seinen Platz einnehmen. Hoffen wir, dass wir lang genug für ihn weiterleben können, dass sein Opfer nicht umsonst war. Es tut mir leid, Philipp. Wir werden nach diesem Flug eine Schweigeminute für dich einlegen, falls wir lang genug leben. Okay. Ein Signal wird gesendet. Ich muss ein Crewmitglied losschicken. Alle haben überlebt, Gott sei Dank. Und wir haben eine Questmarkierung und einen neuen Store. Das ist gut, aber noch nicht genug Geld. Okay, wir müssen langsam vorgehen. Wir müssen jetzt Geld verdienen und dann zum Store. Wir haben es noch nicht einmal geschafft, unser Schiff aufzurüsten. Okay, alles auf ihre Schilde, dann auf ihre Waffen.
Wir müssen unseren Antrieb wieder ausschalten. Tja, das kennen wir ja inzwischen. Und ein Treffer. Schnell, Zaz nach hinten. Dario begleite ihn. Oh, diese verdammten Raketen. Okay, repariert die Waffensysteme, beide zusammen. So schnell wie möglich. Und noch ein Treffer. Oh Gott, wir müssen sie so schnell wie möglich erledigen. Jetzt auch den Laser. Auf ihre Waffensysteme. Raketen brauchen wir erstmal nicht, das ist gut. Und repariert bei denen den Antrieb schnell. Ach, wäre doch nur Philipp noch hier. Ihre Schilder sind wieder aktiv. Schnell eine Rakete darauf. Hoffentlich wird dieser Kampf uns sehr viel Scrap bringen. Wir müssen schnell wieder in den Store. Okay, beide auf die Krankenstation, auch wenn ihr nicht verletzt seid, aber wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Puh, sie versuchen zu fliehen. Okay, die Rakete erstmal aus und mit dem Laser alles auf ihren Antrieb. Eine Flucht wird es nun nicht mehr geben. Schnell, schnell. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben 23 Scrap verdient. Das ist nicht viel, aber immerhin. Und Power auf den Antrieb. Und los geht's in den Store. Wohl, wir könnten noch einen kleinen Umweg machen. Ach, das können wir uns nicht leisten, sonst müssen wir am Ende wieder gegen Rebellen kämpfen. Wir dürfen nicht noch ein Crewmitglied verlieren. Sehen wir uns um. Erstmal Reparaturen, dann neue Raketen. Wir können uns leider nicht mal keinen Teleporter leisten, keine Drohnenkontrolle, keine Tarnung. Wir müssen all unser Geld für Raketen ausgeben. Okay. Fliegen wir weiter. Zur Questmarkierung. Und dann müssen wir schnell zurück, bevor die Rebellen den Sprungpoint erreichen. Okay. Wir haben neues Scrap bekommen und könnten damit nochmal in den Store gehen. Aber wir müssen so schnell wie möglich zum Ausgang, sonst haben die Rebellen uns. Lasst uns lieber weiter sammeln, Leute. Okay. Eine intelligente Lebensform in der Nähe des Planeten. Untersuchen wir es. Okay. Wir versuchen, friedlich zu kommunizieren. Verdammt. Aber wir haben zwei neue Teammitglieder, Emma und Jax. Emma, Jax, willkommen an Bord. Dario, komm zu mir nach vorne. Jax, verlasse bitte die Kabine. Mit denen könnten wir es weit bringen. Okay, setzen wir unsere Reise fort. Und hier ist noch ein Notsignal, aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Reisen wir zu den Engi. Hier ist nichts, das hat uns nur Treibstoff gekostet. Aber hier ist ein Notsignal. Wer braucht unsere Hilfe? Ein Schiff ist einfach so unterwegs. Wir haben es untersucht. Tja, nun haben wir die Wahl. Wir können die Stasekammer nehmen oder die Waffen und Scrap. In der Stasekammer könnte natürlich ein neues Crewmitglied sein. Nehmen wir das Crewmitglied. Ich hätte lesen sollen. Der Captain kann nicht lesen. Er muss nur fliegen können. Und Befehle geben, natürlich. Und wir treffen auf einen Feind. Und wir helfen einem zivilen Schiff gegen diesen Feind. Ein Mentes-Kämpfer. Okay. Jemand hat sich gerade zu uns an Bord teleportiert und gleich werden wir auch sehen, wo er ist. Power auf die Raketen. Inzwischen haben wir ja 10, sogar mehr als Treibstoff. Und wir greifen zuerst deren Raketen an, später deren Laser. Los geht's. Und zwei Feinde. Okay. Wir schicken zwei von unseren Leuten rein, aber das wird vielleicht nicht reichen. Los, bereit zum Angriff. Oh, kein Treffer. Das ist übel. Unsere beiden Teammitglieder sind schwer verletzt. Sie gehen jetzt reparieren. Dario und Emma müssen in den Kampf. Oh, verdammt. Nun können wir erst recht nicht mehr angreifen. Wir müssen ihre Waffensysteme treffen. Und die beiden sind geflohen. Eine Mine ist gelandet. Und es sieht ziemlich übel aus. Aber wir können den Laser wieder benutzen. Und greifen weiter ihre Waffensysteme an. Los geht's. Und alle mit euch auf die Krankenstation. Okay, Emma bleibt zurück. So.
Jetzt so schnell wie möglich und danach auf die Schilde. Ach, die Raketen treffen nicht. Okay, die Raketen auf die Schilde und der Laser weiter auf die Waffensysteme. Wir müssen das jetzt durchziehen. Oh, wir landen kaum Treffer, das ist übel. Die Schilde sind zumindest geschwächt. Unsere auch. Schnell reparieren gehen, alle zusammen. Oh, wir haben die Schilde weiter geschwächt, aber wir sind einfach nicht stark genug. Und ich muss aufhören, Raketen einzusetzen. Wir haben einfach zu wenige davon. Aber ohne Raketen komme ich nicht weit. Ich habe keine Wahl. Wir können nur sterben oder Raketen benutzen. Und vorne bei mir ist alles beschädigt. Dario, komm her, reparieren. Ah, sehr gut. Oh Mann. Wir haben schon... Oh, das Hull ist noch bei 50%. Das sieht übel aus. Aber sie sind gleich erledigt. Raketen brauchen wir jetzt nicht mehr. Los geht's. Los, letzter Angriff. Triff bitte. Wir haben es geschafft. 22 Grab, 2 Raketen, ein Drohnenteil. Okay, für Freunde der Föderation wird es hier immer gefährlicher. Und wir haben nicht genug Energie für die Schilde. Oh Mann, wir brauchen echt mehr Energie. Dafür werde ich gleich mal sorgen. So. Okay, wir müssen bald wieder an einen laden. Oh, das Hull wurde auch repariert. Das ist doch schön. Hull, die Hülle. Oh, da ist ein Laden. Fliegen wir zuerst hier hin. Vielleicht können wir dort noch Scrap verdienen, bevor wir in den Laden gehen. Leider sind wir ziemlich arm unterwegs. Deswegen spielt der Captain lieber auf Easy. Okay, in dem Wissen, dass wir gleich neue kaufen können. Voller Raketen auf dieses Rebellenschiff. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen, was beim letzten Mal passiert ist. Und schnell den Strom reparieren. Sonst sehen wir nicht, was im Schiff vor sich geht. Tödlich, wenn man ein Schiff kommandieren will. Und sie haben uns nicht getroffen, aber jetzt doch. Den Antrieb haben sie getroffen. So schnell wie möglich angreifen. Alles auf deren Waffen. Nein, die Rakete lieber auf deren Schilder. Damit der Laser dann alleine durchkommt. Ja, die Schilde sind verletzt. Okay, wir müssen auf ihren Vorschlag eingehen. Und, tja, ihr geht erstmal alle auf die Krankenstation. Und wir werden shoppen gehen. Auf in den Store. Der Captain muss sich umsehen. Tja, erstmal werden wir alles reparieren müssen und... Tja, neue Raketen, so schnell wie möglich. Aber wir können uns schon gar keine mehr leisten. Können wir Drohnenteile verkaufen? Tja, vielleicht können wir die Stasi-Kammer verkaufen. Sehr gut, dafür neue Raketen. Wer weiß, ob wir es auf lange Sicht nicht noch bereuen werden. Aber wir haben schon länger überlebt als erwartet. Das ist gut. Und weiter geht die Reise. Die Rebellen sind uns schon sehr dicht auf den Fersen. Das ist nicht gut. Okay. Okay, weiter geht's. Wir tappen im Dunkeln. Was wird uns erwarten? Ein neues Schiff. Ein Mantis Fighter natürlich. Und wir helfen wieder dem zivilen Schiff. Puh. Wir dürfen keine Raketen verschwenden, aber wir haben wie immer keine Wahl. Und hier sind Feinde, die unsere Laser angreifen. Los, schnell. Die anderen müssen schon bereit sein zum Kämpfen. Wir wissen, was passieren wird. Okay. Die beiden sofort auf die Krankenstation und die nächsten Kämpfer in den Ring. Wir können es schaffen. Ich muss eine Rakete benutzen auf ihre Schilde. Sonst kommen wir nicht weit. Oh nein, die nächsten Kämpfer sind schwer verletzt. Raus mit euch. Und die nächsten beiden zurück in den Ring. Deswegen haben sie keine Chance gegen uns, weil wir als Team so gut zusammenhalten. Und Laser auf ihre Waffen. Die Feinde haben sich rausteleportiert, das ist gut. Dario, nach vorne zu mir. Und die anderen alle auf die Krankenstation. Wir haben schon wieder keine Raketen mehr übrig, das ist wirklich übel. Im Moment versuchen wir nur noch von Kampf zu überleben. Das war nicht der Plan. Und das war die letzte Rakete. Jetzt muss es klappen. Aber ihre Schilde sind schwer beschädigt. Und bevor sie es schaffen, die zu reparieren, müssen wir so schnell wie möglich ihre Waffen zerstören. Und
das ganze Schiff natürlich. Notfalls können wir jetzt aber auch springen. Los, Angriff, Angriff, Angriff. Der Laser ist zu langsam. Yeah, wir haben es geschafft. Wir brauchen dringend neue Raketen, aber wir haben keine bekommen. Oh doch, das zivile Schiff gibt uns zumindest eine Rakete. Damit kommen wir natürlich nicht weit. Hier ist ein Notsignal. Schnell hin dort. Oh, es war eine verdammte Falle. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ein Mensch, Maxwell, ist auf unserer Station. Dario, du bekämpfst ihn. Los geht's. Vielleicht schaffst du es sogar alleine. Wenn nicht, schicke ich dir Begleitung. Aber ich will sehen, wer der Stärkere ist. Sie müssen Respekt vor uns haben. Okay, es sieht aus, als ob Dario ein bisschen Hilfe braucht. Ich schicke Emma dazu. Und Dario, du kannst dich kurz heilen. Aber ich verspreche dir, du darfst ihn erledigen. Oh, sie versuchen zu fliehen. Tut mir leid, Dario. Er ist auch geflüchtet. Aber wenn wir lang genug überleben, werden wir auch einen Teleporter haben. Ah, verstehe, weil sie versuchen zu fliehen. Nein, wir zerstören sie jetzt. Yeah, geschafft. Und die Krankenstation muss repariert werden. Leider keine neuen Raketen. Das sieht übel aus. Okay, bereit für den nächsten Sprung. Der Store ist jetzt so weit weg. Keine Chance, neue Raketen zu bekommen. Den nächsten Kampf müssen wir irgendwie so überstehen. Oh Mann. Und wieder ein Eindringling. Und an unserem FTL-Antrieb. Okay. Darius, Zaz, Jax, ihr erledigt ihn. Und tretet noch ein bisschen nach, damit sie ihre Lektion lernen. Sehr gut, der Antrieb ist repariert. Der Bordhund ist wieder an Bord. Unser Glücksbringer. Mit ihm werden wir es schaffen. Weiter auf ihre Schilde. Nein, auf ihre Waffen. Und schnell unsere Schilde reparieren, bevor es zu spät ist. Okay, behalt euch, Jungs. Notfalls können wir nun fliehen, aber vorher müssen wir noch... Nein, sicherheitshalber sollten wir den Antrieb reparieren. Und auf ihre Schilde, dann sind sie erledigt. Letzter Schlag. Los, Angriff. Angriff. Yeah, wir haben es geschafft. Es scheint, als würde unsere Reise weitergehen. Und hier ist ein neuer Store. Sehr gut. Wir werden alles reparieren und jede Menge neue Raketen kaufen. Leider hatten sie nicht so viele. Das heißt, wir können nun ein bisschen Geld ausgeben. Tja, hier ist leider nicht viel, für das man Geld ausgeben könnte. Wie schade. Tja, unsere Reise wird weitergehen. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal auf der The Pointless.